Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Beim letzten Part wollten wir noch zum Nebelkontinent, was wir jetzt tun werden, denn danach haben wir alle Kontinente einmal gesehen und das war ja eigentlich das Ziel, dass wir alle mal zusammen besuchen werden. Willkommen! Okay, bring mich bitte zum Nebelkontinent. Hä? Warum ist der Graskontinent so rötlich gefärbt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Noe, dem Nebelkontinent. Der einzige Ort auf der Karte, auf dem noch Wolken zu sehen sind. Das wollen wir selbstverständlich ändern. Los, Lapras! Dann waren wir tatsächlich, man könnte sagen, auf der ganzen Welt. Episch, wenn man so darüber nachdenkt. Ah, ich weiß, warum der Graskontinent so markiert wurde. Weil ich ja da hin muss, um zum... Weiß ich nicht mehr, wie der Dungeon hieß. Auf jeden Fall da, wo anscheinend Mew zu finden ist. Gemäß Xatu. Das wird dann interessant. Du hast alle 5 Kontinente bereist. Und somit auch alle Wolken von der Weltkarte verschwinden lassen. Bravo. Sicher wirst du weiter daran arbeiten, die Karte zu vervollständigen. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich dir gern dabei helfen. Sag einfach Bescheid und ich schließe mich dir an. Oh! Oh! Mit Lapras verbunden, klasse. Da wären wir, neuer Nebelkontinent. Okay. Ich trainiere meine Beine und Oberschenkel, damit ich Gegner ins Leben raten kann. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber in Wahrheit bin ich sehr schüchtern. Ja, so siehst du definitiv nicht aus. Was ist denn mit dir los? Ich will Lavita treffen. Wir sollten gemeinsam Lavita besuchen. Nebelkontinent Mitternachtssonnental. Mitternachtssonnental, okay. Nein, jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Da ist noch was. Ein Apfel gefunden, okay. Mal schauen, vielleicht. Welchen Jabra kann ich heute wieder treiben? Betreff, auf mich wird wohl zu oft herumgetrampelt. Nee, ich spreche mit dir, keine Sorge. Ich mag dich, Flunschlick. Naja, es geht zwar. Aber hier doch, ich mag es. Vielleicht liegt es an meiner platten Gestalt, dass mich alle so achtlos als Fußmatte benutzen. Tut mir echt leid, dass ich so platt bin. Nicht, dass ich was dafür könnte. Ja, ist in Ordnung. Ich verzeihe dir, dass du so platt bist. Und so Flachwitze machst. Versteht ihr? Platt und Flachwitze... Na komm, vergesst es. Da will man lustig sein und dann... Nee, kommt wieder nur Gemecker. Ah, vergesst es. Einfach, oh, komm. Was ist los mit mir? Oh Gott, Durengard. Man nennt mich Klingelt. Von Klinge und Schild. Das war ein super Wortwitz. Hutut! Alle sollten immer pünktlich sein. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja, ich hasse Unpünktlichkeit auch extrem, Hutut. Haben wir was gemeinsam. Fukano. Würde mir doch nur jemand meinen Schatz bringen. Nebelkontinent, Mitternacht, Sonnental, U7. Nein, jetzt gerade nicht. Will mich erst noch hier komplett umsehen. Ich bin Gardevoir von Team Charm. Den charmantesten Schatzjägerinnen. Ich behalte im Kampf stets die Übersicht, also verzage nicht. Wir sehen uns. Was machst du hier hinten? Ich werfe in blasengelte Steine auf Gegner. Aber nenn mich deshalb bitte nicht einen Feigling. Nö, die Idee ist eigentlich gut. Was ist mit dir denn? Jemand muss meinen Schatz suchen gehen. Felshöhle, U11, 5 Sterne. Jetzt gerade nicht. Aber ich sag's weiter. Was mit... Erst habe ich es noch gar nicht so lange und dann verliere ich es auch noch gleich. Du hast auch was verloren. Wir sollten den Schatz von Leufeu finden. Elfenwald, Ebene 7. Schwierigkeit 4 Sterne. Dann brauchen alle unsere Hilfe hier. Also ich bin schon etwas wahnsinnig mysteriös. Ich bestehe wohl aus Lehm, oder etwa nicht? Was weiß ich, woraus du bestehst? Bin ich auch egal. Oh, Sandama, zu dir wollen wir. Sehr gut. Den Brief von Sandan zugestellt. Sandan scheint also fit und munter zu sein. Das ist schön. Da fühle ich mich auch gleich angespornt, mich ordentlich reinzuhängen. Vielen Dank für den Brief. Kein Problem. Wir helfen doch gerne. Sandan wird sich freuen. Yeah. Swing. Mit Sandan und Co. verbunden.
Dankeschön, danke sehr. Was ist das da oben? Ein Onyx, ja. Wow, so ein riesen Onyx mitzunehmen, wäre auch cool irgendwie. Ja, Lohn bei Kagama, ja, ist in Ordnung. Ich entlade die Zität aus meiner Vene, passt also besser auf. Ja, ich gehe ja schon. Ist ja schon gut, immer so aggressiv gleich. Was ist mit dir los? Fratini, hallo. Dieser Brief muss einem Freund zugestellt werden. Wir sollten Fleckmann einen geheimen Brief bringen. Auftraggeber Trattini, Windkontinent. Ja, nehmen wir natürlich mal mit. Natürlich. Eisen ist ein Leckerbissen. Nom, 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 nom. Ah, du wirst uns das nur mitteilen und dann bist du schon glücklich. Wow, es sollte mehr solche glücklichen Pokémon geben wie dich. Ganz im Ernst. Das finde ich super. Eisen schmeckt so gut. Ernsthaft? Außer mir isst sonst niemand Eisen. Nee, tut mir leid. Ich finde jetzt Eisen auch nicht unbedingt so lecker. Aber sei es drum, dann bleibt mehr für dich. Sei doch froh. Sei doch froh. Swing. Gut, hätten wir das auch gemacht? Was ist mit dir? Ich habe meinen Glücksbringer verloren. Oh, alle verlieren hier irgendwas, das gibt's doch nicht. Wir sollten gemeinsam Togedix Schatz finden. Nebelkontinent, Felshöhle U2. Wir sind jetzt auf dem Nebelkontinent, deswegen nehme ich das an, weil wir wollen ja hier auch noch einen Auftrag erledigen, nicht wahr? Und dann dauert der nicht allzu lange. Auf in den Kampf! Was? Nein! Will ich nicht. Nein, will ich jetzt nicht. Hab jetzt Wichtigeres zu tun, verdammt. Ja, wir waren überall, oder? Ja, wenn ich mir die Karte ansehe, ja. Mitternachtssonnental kann betreten werden. Elfenwald kann betreten werden. Felshöhle kann betreten werden. Kap der Freude kann betreten werden. Wohin soll es gehen? Ja, schon zur Felshöhle nehme ich an, oder wie? Ja, Felshöhle U2. Machen wir kurz. Helfen wir... Oh, sehr schwer. Mm. Aber nur bis zur zweiten Ebene. Ich meine, das sollten wir hinkriegen. Brutalanda ist wieder weg. Na super. Brutalanda, du wirst ersetzt durch... Simsala, weil es ist sehr, sehr motiviert. Und Aquana, du wirst... Ja, die sind halt so schwach. Aquana, du machst auch erstmal Pause, würde ich sagen. Und dafür kommt mit Dragoran. So. Ja, ich hoffe, das bringt auch was, wenn nur Simsala dabei ist von den Pokémon, die top motiviert sind. Ich hoffe es. Aber wie gesagt, es sind nur zwei Ebenen, deswegen ist das eh nur halb so wild. Auftraggeber Togetic ist... Oh, ist auch dabei. Ach so. Was ist da unten? Lasho! Oh shit, Lasho King. Simsala, bist du bereit? Simsala, mach was. Yeah, so... Yeah, gut gemacht. Ja, und du kriegst dreimal mehr Erfahrungspunkte. Also, beziehungsweise alle, die jetzt hier dabei sind, oder was? Ich glaube, ja. Das wäre für mich halt schon ein Vorteil. Bams! Lebensschuss. Naja, mit dem kann ich leben. Ja. Und die Treppe, bitte. Oh, verdammt! Mach du das bitte, Dragoran. Oh mein Gott, danke. Dann hier haben wir einen Scanner. Und dort alle Items. Ja, finde ich gut. Dann kann ich nämlich auch mich vor Monsterräumen verhalten. Wobei, wir haben noch kein... Oh, verdammt. Wir haben noch keinen Monsterraum gefunden eigentlich. Oh nein! Oh nein! Dragoran, mach's kaputt, bitte. Warum trifft niemand dieses Kackvieh? Was ist jetzt mit Dingens hier? Geht es jetzt kaputt wegen dem Abgesang? Ja, super. Was kann man gegen den Abgesang machen, bitte, Leute? Wenn ihr es wisst, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Da wäre ich sehr dankbar. Dieser Tag hat mich schon in anderen Mystery Dungeon Spielen sehr, sehr aufgeregt. Das ist echt kacke so. Man kann da irgendwie gar nichts tun, außer man verlässt dann die Ebene, glaube ich, oder so. Ich würde gerne mich steuern, danke. Ja, wenn man, glaube ich, die Ebene verlässt, dann kann es funktionieren. Dann kann es funktionieren. Aber ansonsten... hörst du wohl auf damit? Wir machen dich jetzt... Hörst du auf? Wir machen dich jetzt platt, verstehst du? So. Dich nehme ich auch. Bam! Ah, ich habe was vergessen. Ich habe ja noch Dings gekauft. Energieball habe ich für mich gekauft. Simsala könnte es auch erlernen, aber natürlich möchte eventuell ich das lernen. Blickrichtung in vier Felder.
Ich denke mal, ich sollte den Tackle verlernen, oder? Klar, es hat sehr viele AP, aber Rasierblatt würde ich ungern verlernen, weil es halt auch hier Felder weit geht. Und Antikraft brauche ich und Synthese so oder so. Deswegen mache ich es nicht gerne, aber Rasierblatt weg. Nein, eben nicht! Oh, jetzt hätte ich beinahe Scheiße gebaut, verdammt. Den Tackle weg. Oh mein Gott, ich erkläre hier alles und dann mache ich doch was anderes. Holy shit. Seht ihr, manchmal bin ich froh, wenn ich während dem Zocken wirklich laber. Dann bemerke ich meine Fehler selbst. Oh mein Gott. Das war knapp. Okay, da ist der Schatz. Ja, Schatz finden ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich würde gerne mich steuern, danke, und dann den Energieball mal testen. Bams! Und Bams! Es sieht cool aus, aber es macht nicht wirklich viel Schaden. Shit. Ich sollte. Was zur Hölle? Simsalar, bitte wechsel den Platz hier. Und dann greifen alle dieses Maxax an. What the fuck? Macht das für jetzt alle hier? Danke. Dragon hat KP-Knappheit bemerkt. Lassen wir mal. Wir versuchen mal mit Simsalat das Ganze hier zu regeln. Müsste doch irgendwie funktionieren, oder? Simsalat ist stark. Und ob Simsalat stark ist. Super, dann heile ich mich erstmal. Und dann nehmen wir das Geld mit. Dann sehen wir, oh mein Gott, dass da oben ein starkes Pokémon kommt. Ich treffe so noch nicht. Jetzt treffe ich es. Und ich greife an mit Orkan, ist das Sinnvollste, das ich tun kann. Aber nicht, wenn es nicht trifft, verdammt. Okay, Dragoran, bitte heilen. Danke, Simsala. Togetic. Geh nicht dahin, Togetic. Togetic, geh nicht dahin. So, gut. Retuz Orb. Naja. Lashoking. Okay. Ist ein Fall für mich. Und für Dragoran natürlich. Und da unten kommt, da kommt noch was entgegen. Was ist das? Antengulist. Shit. Und Rasierblatt. Bams. Klasse. Dann warten wir. Lass uns zusammenarbeiten. Ja, tun wir doch. Warten wir auf Tengulist. Los. Bam. Sehr gut. Wo ist das Geschenk von Togetic? Wo kann es nur sein? Ich habe doch extra einen kurzen Auftrag genommen, weil wir keine Zeit haben. Standhaftigkeit. Ja, nehme ich. Wenn wir schon mal da sind. Eventuell gibt es ja hier noch mehr zu entdecken. Ah, da. Togetic, komm. Stehst du daneben? Ja. Sogar noch in der Zeit geschafft. Super. Oh, danke. Das bedeutet mir sehr viel. Gut. Finde ich gut, dass dir das viel bedeutet. Gut. Und verbunden. Togetic sind jetzt miteinander verbunden. Und mit mir natürlich, ja. Gut. Und gibt's hier noch was? Scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir. Simsala hat jetzt nicht ganz so viele Zusatzerfahrungspunkte für uns eingeheimst, aber trotzdem. War ganz gut. Schluss und Aufträge, die gemacht wurden, weg. Gute Arbeit, gehen wir nach Tropenstadt zurück. Machen wir. Und dann wird erstmal genomst. Nom nom nom. Nom 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 nom. Haltet euch mal ein bisschen zurück, das gibt's doch gar nicht. Möchtest du? Ja, möchte ich. Die Zeit sagt zwar, der Part ist noch nicht ganz zu Ende, aber wie gesagt, ich werde jetzt dann, in der Hoffnung, dass nichts weiter Storymäßiges passiert, kurz offscreen spielen. Die Aufträge, die ich dabei habe, die werde ich kurz abschließen, damit ich einfach alle Aufträge weg von meinem Auftragsbuch habe. Möchte ich einfach gerne so haben. Und dann werden wir als nächstes zum Geheimnisdschungel gehen, in dem Mew sein sollte. Ja, also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Tschüss.